Und da haben wir den Tag 9 der Champions Road Aufträge jetzt endlich auch nachgereicht. Ach, ich bin echt im Verzug. Zwei neue Aufträge. Wo sind die neuen Aufträge? Das nicht. Das hier. Erobere die schwebende Loot Island einmal und schaffe es unter die 20 letzten Spieler, während du in einem Team bist. Glücklicherweise nicht in Ranked oder so, sondern einfach nur ein Team. Ja, ich spiele hier mit meinem zweiten Account. Den lasse ich jetzt einfach im Bus, vom Bus aus schweben und ins Nirvana. Während ich hier mit Artemis, meiner Lieblingspartnerin, die Underworld unsicher mache. Die scannt so schön und dann sehe ich das alles. Wer da wo rumkreucht, wo die Truhen sind, wo die guten Truhen sind, wo die schlechten Truhen sind. Ja, ob dann Gegner einzeln rumrennt. Weil das, die sollten ja eigentlich als Team arbeiten. Ich tue es ja auch alleine. Ich habe jetzt mehr halt die Artemis angeheuert. Ich kann natürlich nicht mit einem zweiten Account gleichzeitig spielen. Das geht irgendwie nicht. Deswegen ist der woanders geparkt und ich muss das so machen. So, und da habe ich wieder ein Team entdeckt. Das nehme ich mir jetzt auch vor. Ich versuche die natürlich selber zu reduzieren. Ja, wir sind noch 41 Spieler hier. Und wenn ich die Leute reduziere, dann komme ich schneller unter die letzten 20. Ist ja klar. Das sind hier übrigens zwei Teams. Also ein Team und ein Einzelspieler, die sich gerade beballern. Habe ich gesehen. Ja, der hat also richtig viel zu tun. Aber jetzt bin ich ja da und kann dem erstmal ein bisschen helfen. Da ist der zweite. Komm her. So, cool, hier meine Herrscherschrotflinte nachladen. So, und jetzt geht's dem aber auch an die Augäpfel. Komm her. Bombs weggeplatzt. Ja, 5 Stück. Okay, habe ich alles selber gemacht. Artemis war diesmal nicht so ganz so fleißig, muss ich sagen. Aber schaut mal, ich bin jetzt 20. Also ich muss ja natürlich unter die letzten 20 kommen, dann zählt es wahrscheinlich, wenn ich der 19. bin, ne? Dass ich die Aufgabe geschafft habe. Müsste gleich soweit sein, hoffentlich. Ja, da ist es. Ich bin 19. Schaffe es unter die letzten 20. Okay. Also so funktioniert das. Man muss 19. sein. Jetzt dann. Die nächste Aufgabe wäre, sofort zu Loot Island zu fahren. Mache ich auch. Ich guck mal. Ich lass hier Artemis scannen, die Insel scannen. Sieht gut aus. Ich habe da jetzt noch nichts zu erwarten, wenn ich hochfahre. So, ab da, hoch da. Und wenn ich Glück habe, kann ich hier ganz in Ruhe die Insel einnehmen. Mit diesem Fähnchen hier. So, ich lasse das mal schnell durchlaufen. Sonst dauert das zu lange. Und das ist kurz davor. Das wäre dann die zweite Aufgabe, wenn ich das jetzt hier geschafft habe. Und da ist es auch. Glück gehabt, in Ruhe gelassen. Artemis hat alle abgeschreckt, vielleicht hier durch das Scannen von der Insel aus, ne? Kann durchaus sein. Ja, hier sind wieder zwei markiert. Die sind da in dem Bunker. Also einer davon. So, der zweite ist hier draußen. Ja, okay, fliegt wieder zurück. Rein in den Sturm, raus aus dem Sturm. Da ist der Partner da. Doing. Mit dem Schild. So, einer versucht sich zu retten im Bunker drinnen. Der andere macht hier mit große Schildhose hier. Komm mal her. Komm mal her. Kriegst noch ein paar verpasst. So, okay, weiter geht's. Am Auto fühle ich mich doch am besten. Und wieder gescannt. Das ist cool, ne, wenn man so sieht. Hey! Ist kaputt gemacht. Ich habe aber richtig gelitten gerade bei der Explosion meines Autos. Mann! Bin ich nicht rechtzeitig rausgekommen. Manchmal muss man da ein bisschen aufpassen. So, die sind jetzt da unten im Bunker drinne. Ich schnapp mir hier ihr Auto. Pech gehabt. Das sind Medaillenträger hier, ne? Die beiden. Also das Team. Na komm, Artemis, mach. Lass dich doch nicht so lange bitten. Jetzt bleibt er nochmal stehen und scannt. Einer fliegt raus, der andere bleibt drinne. Ist ja interessant. Das ist ja eine Strategie. Aha. Gut. Warum auch immer. Ja, der bleibt da drinnen in dem Bunker. Wahrscheinlich hat er genug Gesundheit. Aber jetzt hier. Pack. Slow Motion. Sie raus aus dem Sturm. Artemis voll drauf gehalten. Und jetzt wieder raus und Schuss und Peng. Da ist sie niedergestreckt. Ja, das war's mit diesem Team. Aber es sind immer noch 6 Leute hier und alle auf diesem kleinen Stück. Showdown, würde ich sagen.
Okay. Ja, der hier. Der ist raus aus dem Auto. So ein kleines Fliegerass. Ja, der macht auch richtig mächtig Schaden. Ein Glück erstmal nur am Auto. Und ja, das ruckelt übrigens. Das war jetzt hier vom Game her, nicht vom Video. Das war ein bisschen ärgerlich gestern. Und da brennt mein Auto und boing, das war's. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich früher rauskomme. Und schneller reinkomme ins nächste Auto. Da war ich auch zu langsam. Aber egal, komm, ich habe die beiden Aufgaben erledigt, warte um 15 Uhr auf die nächsten. Ich habe ja schon alle Goodies. Macht trotzdem Spaß. Ich sag mal gepflegt. Ciao.